30. Oktober 1999. Zum ersten Mal wird das neue tägliche Magazin im BRF-Fernsehen ausgestrahlt. Der Name nicht wie heute Blickpunkt, sondern 10 vor. Herzlich willkommen zu 10 vor 6. Die Ausstrahlung immer 10 Minuten vor der vollen Stunde. Von Anfang an stand das regionale Geschehen im Mittelpunkt des täglichen BRF-Fernsehmagazins und das bis heute. Dafür haben sich zahlreiche andere Dinge geändert. Vor allen Dingen die Art und Weise, wie wir Fernsehen machen, das Erscheinungsbild, aber auch wie wir produzieren. Also ich gebe mal zwei konkrete Beispiele. Unsere Moderatoren zum Beispiel treten heute ohne Krawatte auf. Und die Kollegen sind heute auch mit dem Smartphone unterwegs und filmen. Also nur um zu zeigen, es hat sich viel verändert. Eine erste große Veränderung gab es bereits nach genau 5 Jahren. Am 4. Oktober 2004 wurde das Programm auf 15 Minuten verlängert. Der Starttermin wurde vorverlegt und aus 10 vor wurde Blickpunkt. Abgesehen von der Umstellung aufs Breitbildformat im Jahr 2012 wechselte im Laufe der Jahre das Erscheinungsbild. Zwangsläufig wechselten auch diejenigen, die am Zustandekommen der Sendung beteiligt waren. 2018 kam dann noch ein räumlicher Wechsel dazu. Der Blickpunkt zog im September in ein größeres Studio, das mehr Bewegungsfreiheit und Perspektiven ermöglicht. Auch heute noch wird dort die tägliche Sendung aufgezeichnet. Auch wenn sich am Erscheinungsbild des Studios nichts großartig geändert hat, gibt es trotzdem auch Entwicklungen bei der Ausstrahlung der Sendung. Die Nutzer konsumieren Fernsehen ganz anders als noch vor 20 Jahren. In den 90er Jahren stand der Fernseher mitten im Wohnzimmer und die ganze Familie hat sich am Abend davor versammelt. Heute ist die Nutzung viel mobiler geworden. Klassisch gibt es uns noch im Kabelfernsehen, linear nennen wir das. Aber es gibt uns auch noch auf ganz vielen anderen Verbreitungswegen, zum Beispiel terrestrisch im DVB-T. Oder man kann das BRF-Fernsehen natürlich in der Mediathek bei uns auf der Webseite empfangen. Und wer ganz modern unterwegs ist mit dem Smart-TV zu Hause oder mit dem Smartphone auch, es gibt uns auch in der RTBF-App OVIO.